1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute mit ganz neuer Telefonnummer, nämlich 0800 220 5050. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Freie Themennacht heute. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann ruft mich an oder faxt mir oder mailt mir. Und wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, dann können wir euch nämlich schneller zurückrufen. So, erster Anrufer. Heute Nacht ist Udo und Udo ist 57 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig, guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Endlich seit Jahren mal, dass ich durchgestellt werde. Hätte zwar mehrere Themen bei dir als Alzheimer jetzt. Ganz neu ist ja die zwei Kids, die da ermordet sind, aber deshalb rufe ich nicht an. Was ist dein Thema heute? Wegen dem Irakkrieg. Ja. Du bist ja gegen Krieg und Frieden und demonstrieren und liegt mir die ganze Zeit, seit der Krieg dran ist. Also nein, ich bin eigentlich auch gegen Krieg, aber in dem Fall also unterstütze ich das voll, dass der Bush die Initiative ergriffen hat und richtig mal durchgegriffen hat, diesem Schwein, sag ich mal so, den Saddam Paroli zu bieten. Mhm. Und ich bedauere, dass so viele dagegen sind wie Putin und Schröder. Die ziehen den Schwanz ein, wenn ich das so sage. Die hätten mehr Druck machen müssen. Seit 12 Jahren geht das und verarscht er die Welt und mordet und foltert. Und wie viele Kinder sterben da? Und das wird jetzt in den nächsten Tagen, das wohl ein Ende haben. Hast du denn die Bilder verfolgt? Hab ich. Was, das sieht alles grausam was, aus. Was aber wenn er von was, diesem was jetzt? Schwein, ja, okay. Von diesem ja, jetzt hab ich Tyrann. Verstanden. Okay, okay. Ja. Wir wollen ja nicht die Opfer aufrechnen. Nein. Aber wir sehen, was im Moment passiert. Ja. Und Jürgen, du redest ganz furchtbar. Ja, und aber redest, wir ja. können doch nicht nur auf der Straße gehen und Schilder hochhalten und nein. Okay. Wir okay. wissen doch, dass das ein ganz furchtbares Regime und ist. Und du glaubst, dass der amerikanische Präsident und die amerikanische Regierung dort eingegriffen hat, weil dieser Diktator so grausam ist? Davon gehe ich aus. Und warum hat Amerika so lange diesen Diktator aufgebaut und ja, unterstützt? Ja, das stimmt. Gegen damals, ich war selber, als wir eine Baustelle im Irak hatten, da war ich selber in Basra, in Divania, da war der ja gegen den im Iran im Krieg und die haben ja die Leute geschult, das ist das gleiche wie mit dem Bin Laden, der wurde da geschult. Ja, aber das macht doch, okay, aber das macht doch eben die Position der amerikanischen Regierung ungeheuer unglaubwürdig. Es gibt ja eben, das ist ja das Argument, was seit Wochen auch wirklich immer wieder gebraucht wird und was eben so durchschlagend ist. Ja. Es gibt auf der Welt so viele schlimme Potentaten, schlimme Diktatoren. Es gibt Nordkorea und Jürgen, so weiter. Da machen die Amerikaner Jürgen, aber nichts. Ich habe dich immer geschätzt und so, aber das ist mir ein bisschen, sag ich mal, zu leicht. Aber irgendwo müssen wir da anfangen. Und so, jetzt will ich dir mal was... Ich unterbreche dich jetzt mal. Ja. Wir wissen, dass es mittlerweile Tausende von Opfern gibt im Irak. Ja, ganz schlimm. Moment mal. Furchtbar. Moment mal. Ich habe mir was hier hergelegt. Ich möchte dir jetzt mal, dir und euch etwas zeigen. Und den Radiozuhörern beschreibe ich das. Was mich gestern wirklich unglaublich erschüttert hat. Ja. Ich weiß nicht, ob man das wirklich richtig sehen kann. Ja, ich sehe dich. Ich habe den Ton ganz runtergetan. Das hier ist ein Bild von einem irakischen Jungen, der ist 12 Jahre alt. Ja. Dieser irakische Junge hat durch US-amerikanische Bombenangriffe beide Arme abgerissen bekommen. Ja. Seine gesamte Familie ist getötet, die Mutter war im fünften Monat schwanger. Jürgen, ganz schlimm. So, und dieses Bild furchtbar. Steht stellvertretend für viel Leid. Aber ich lass mich mal bitte ausreden. Ja. Für viel Leid. Was die Amerikaner dort anrichten. Und ich kann dir sagen, von meiner Warte aus habe ich nur Verachtung für diese nationalistisch-egozentrische Politik der amerikanischen Regierung. Und ich schäme mich
fast schon, nein, nicht fast, ich schäme mich für unser Land, dass wir mit einem solchen Land befreundet sind, die so etwas anrichten, nee, die so etwas tun. Jürgen, das deine Meinung? Ja, ist meine Meinung. Gut, wir beide sind Laien, du... Dieses Regime von dem Saddam Hussein, was der in seinen, wie viele Jahre ist er? Brauchst du mich nicht überzeugen. Weiß ich selbst. Und aber es hätte andere Möglichkeiten geben müssen in all den Jahren. Jürgen, aber welche? Seit 12 Jahren missachtet der alles. Mhm. Der schmeißt die Kontrolleure 96 okay. oder 98 ja. raus. Der hat sich doch um den Deivel was getan. Mhm. Und wenn der nicht so viel Druck gekriegt hätte, dann würden wir jetzt noch da laber. Mhm. Ich drück mich mal so primitiv aus. Du bist also bereit, dass diese vielen tausend der Menschen... bin ich. Du glaubst... Bist du? Doch. Ich sag jetzt in dem Moment, der ist so schlimm, da finde ich keine Worte für. Ich verstehe auch nicht, dass der Typ nicht im Exil gegangen ist. Denn wäre das ja auch. Aber der Ami, der wollte ja, oder man sagte, ob das alles so stimmt, man weiß das ja nicht, der Geheimdienst der Juden, der Israelis, ja. Die wollten den ja rausholen. Das wollten ja. die ja nicht. Warum, so, weiß ich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide sind uns einig, dass im Moment sehr, sehr viel Leid dort angerichtet wird. Richtig. Sind wir uns einig. Ja. Deine Auffassung ist, du nimmst die Opfer in Kauf. Ja. Meine Auffassung ist, ich bin entsetzt, dass das passiert ja, ist. Ja. Und ich bin der Auffassung, dass man hätte alle anderen Mittel, so wie die UNE das auch wollte, ausnutzen sollen. Ja. Und ich glaube eben nicht, und das ist das zweite wichtige Argument, ich glaube nicht an die ehrenwerte Motivation der amerikanischen Regierung, dass die sich dafür einsetzen, dass dort ein Diktator aber gestürzt wird. Es geht nur um geopolitische, strategische Vorgehensweise. Wie lange man noch gebraucht hätte, wie lange man den noch hätte freie Hand lassen sollen, dass der da sein Schindluder, sein Unwesen Udo, barbarisch treibt. Ja, okay. Was meinst du? Okay. Sollen jetzt die Amerikaner in alle Diktaturen dieser Welt ja. einmarschieren und das so machen? Wenn das so grausig ist, wenn Beweise vorliegen. Und es ist doch so... Es gibt so, unendlich viele Beweise und Regime, wo alles völlig klar ist. Aber das ist jetzt in der nächsten Nähe von uns, dass wir bedroht sind. Ich hatte auch... Durch was waren wir denn bedroht? Das ist eine Propagandamasche der Alliierten. Man hat bis heute, ich sage es nochmal, es gibt keine nachweislichen Verbindungen zwischen Al-Qaida und dem Irak. Es gibt keine Nachweise, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gibt. Dieses Land ist im Prinzip gegenüber Amerika natürlich ein absolut kleines Licht. Du weißt, als der Vater vom Bush, der Bushe Senior damit, ja? da haben die doch mit Senfgas, die Kurden, wie viel Tausend ja? sind da vernichtet worden. Ja? Da hätte der alte Bush, ich weiß den Grund aber nicht, ja. warum er den Schwanz eingezogen hat, dass er da nicht weiter und dass der Typ weg von der Bildfläche ist. Und ich finde es unverantwortungslos vom Schröder. Ich bin auch nicht so für den Krieg, aber den Druck aufrechthalten und sagen, du Tier, ja, du aber, weg, aber man hat, man hat den Schwanz ein. Ja, aber man hat den Druck ja nun eben nicht weiter aufrechterhalten, sondern so wie die Franzosen das beispielsweise auch wollten oder wie Russland das wollte. Man hat den Druck nicht weiter aufrechterhalten, wie die UNE das wollte, wie Herr Blix das wollte, sondern man hat losgeschlagen, man tötet unschuldige Menschen, man schlachtet die Leute dahin, so muss man es doch ausdrücken. Es gibt kein Aber. Wenn ich solche Bilder sehe, gibt es kein Aber. Ja, der wird mir auch schlecht. Ja. Aber wenn du die im Lande siehst und diese Bilder und diese Fotos, ja. dass da ein Gemetzel ist ja. und wenn der Uday Frauen vergewaltigt, ja. die nimmt er von der Straße weg, wo Udo, Mann da müssen wir und jetzt gar nicht, dabei ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Der muss die Rübe abhaben. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Jeder, ich glaube, da kann ich fast im Namen von allen Leuten reden, die Kriegsgegner sind, Aha. sind nicht Befürworter dieses teuflischen Regimes von Saddam. Wirklich nicht. Die These ist nur, die Argumentation ist, dass man die Mittel noch lange nicht ausgereizt hat, gegen dieses Regime vorzugehen. Jürgen, und das rechtfertigt nicht so eine Vorgehensweise, Jürgen, so eine brutale Vorgehensweise von Seiten der USA. Wir beide haben wohl nicht die Patentlösung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir noch hätten warten sollen. Das hätte nichts mehr gebracht. Ich bin einfach nicht bereit, solche Bilder zu akzeptieren. Nein,
So. Das auch nicht. Und das ist Krieg. Aber Krieg, das bedeutet Krieg hat nun mal die Opfer. Und der Mistkerl, der muss weg. Und das wird denen ja wohl gelingen. Und heute noch mal kurz zu sagen, dass Blair und Bush sich ja geeinigt hatte, Blair dem Bush überzeugen konnte, dass die im Irakis selber bestimmen. Ich habe jetzt geglaubt, auch nur im Öl, so wie die Medien, dass Bush da Sagen hat und bestimmte... Ja, nur warte mal ab, was hinten rauskommt. Heute kann man toll reden und tolle Pressemitteilungen und Presseerklärungen abgeben. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das ein Protektorat der Amis werden wird. Und die Amerikaner werden letztendlich das Sagen über die Wirtschaft und die Politik haben. Nee, das glaube ich nicht. Wir reden mal in 2-3 Monaten nochmal miteinander. Ja, das würde ich wohl tun, um deine Meinung sicher. Ich bin auch nicht so ein Wüstling und sag Krieg und so fort. Ja. Aber es geht doch seit Jahren. Jürgen. Wärst du denn? Das ist ja auch eine finde ich eine berechtigte Frage, ja. wenn man mit Kriegsbefürwortern spricht. Ja. Wärst du bereit? Doch du ja, auch. Ich bin nicht der Mutigste und ich kann kein Blut sehen. Aber so. Dem, wenn ich die Möglichkeit hätte, den würde ich im Messer so tief in den Wanst rammen. Gut, das kann man natürlich alles schön sagen, wenn man natürlich, wenn das in der Tat ruhig satt wird, in Deutschland sieht das ganz anders aus. Aber nur, was ich nicht verstehe, so eine Weltmacht wie die USA, dass die den noch lange nicht... Das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass die den noch nicht aus dem Verkehr ziehen können. So, Udo, das ist auch meine Auffassung. So eine Weltmacht wie die USA, warum haben die nicht auch andere Mittel? Ja, dass sie den ermorden und seine Riege da und da eine Bombe rein. Ja. Das wäre ja egal, dass seine ganze Clique da gut, weg ist. Dann haben wir, da sind wir uns einig in dem die Punkt. Die ganze Familie von denen, die ist ja so korrupt, die haben das, also der muss gesäubert werden, die müssen von der Bildfläche weg. So, halten wir mal fest, wir sind grundsätzlich verschiedener Auffassung, aber wir haben einen Punkt jetzt am Ende entdeckt, wo wir einer Meinung sind. Ja. Warum die große Weltmacht Amerika es nicht schafft, diese Clique oder diesen Saddam zu eliminieren, wie auch immer. Ja. So, ja. Und so beenden wir das Gespräch. Ja. Ich danke und dir. Ich danke für den Gedankenaustausch. Ja, ich auch. Alles Gute. Tschüss, schönen Tschüss. Abend noch. Tschüss. Unsere neue Telefonnummer 0800 220 5050 und die neue Faxnummer 0800 220 5051. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was Politisches oder über was ganz Persönliches, dann ruft an. Christian, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christian. Ja, hi du. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe auch ein Problem. Also ich fahre nächste Woche am 14. am Montag fahre ich nach Rom auf Klassenfahrt, Studienfahrt. Ja, wie schön. Finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, und ich, mein Problem ist halt, dass ich Bettnässer bin mit 18 Jahren noch. Ach so, ja, dann ist es weniger schön. Ja, kurz vor meinem 10. Lebensjahr. Mhm. Also 8 Jahre. Und davor habe ich ziemlich Angst. Ist das die erste Klassenfahrt überhaupt, die du machst? Nee, eigentlich, ja, so gesehen schon, weil die anderen haben wir halt abgesagt. Meine Mutter dann halt aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen hat sie das dann immer angegeben. Ja. Und weil halt meine Eltern auch nicht so viel Geld verdienen. Das bedeutet, Klassenfahrt bedeutet natürlich, dass man kein Einzelzimmer hat und sich da schön irgendwie alles so zurecht machen kann, sondern du wirst mit mehreren, mindestens mit einem anderen zusammen in einem Zimmer schlafen. Mit Viererzimmer sogar. Mhm. Genau. Sag doch mal erstmal, wie das so generell bei dir passiert. Ist es jede Nacht? Also ja, generell eigentlich schon. Also ich bin mal froh, wenn es einen Tag nicht passiert. Das kommt vielleicht mal vor. Vielleicht einmal die Woche habe ich vielleicht das Glück, dass es nicht vorkommt. Mhm. Aber also ich eigentlich generell jede Nacht. Also es passiert. Ich weiß nicht, wann es passiert in der Nacht. Wirst du davon wach? Nee, ich merke es erst morgens. Also wachst morgens auf und es ist alles ein bisschen feucht und genau, sehr nass halt, ne? Ja. Und hast du oder hat deine Mutter dir da irgendwie ein Gummi in unter das Bett gelegt oder unter das Bettlaken gelegt oder wie macht ihr das? Solche Vorlagen, ne? So eine Gummivorlage, Die liegen drunter. Die haben wir geholt, ja. Ja. Also wer weiß davon? Deine Eltern wissen davon? Wer noch? Also meine Mutter und mein Stiefvater. Stiefvater. Hast du eine Freundin schon gehabt? Wie bitte? Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Nee. Noch nicht. Hängt das damit auch zusammen, dass du dich ein bisschen schämst? Und, ja, klar. Also ich habe mir Grolls davor. Mhm. Also ich... Und ist das ja schon eine lange Zeit, 8 Jahre. Haben deine Eltern denn, als du noch kleiner warst, irgendwas mit dir mal unternommen? Sind sie mit dir zum Kinderpsychologen gegangen? Oder warst du gar jetzt, als du schon älter warst? Nee, ich war da nicht. Weil,
Meine Mutter weiß darüber Bescheid, dass ich das, dass ich Bettnässer bin, aber das hat halt Hintergründe, dass ich halt in dieser Nacht immer Albträume habe. Also das hängt damit zusammen, dass ich ab meinem dritten Lebensjahr von meinem Vater misshandelt worden bin. Mhm. Und dass ich in diesem Zusammenhang Albträume habe und dass ich denke, dass es daher kommt. So. Dass ich mir also in meinem Traum vor Angst ins Bett mache, dass ich es nicht mehr halten kann. Das heißt, du hast daran kannst du dich auch erinnern, bewusst erinnern, jede Nacht Albträume? Also ich kann mich nicht jede Nacht dran erinnern, aber ich weiß, dass ich schwitze, also ich merke, wie nass halt auch das T-Shirt ist oder so. Ja. Das ist halt, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich denke mal, ja. es ist mehr als anderer Schweiß halt in der Nacht, der rausgeht. Also weißt du noch, oder hat deine Mutter dir erzählt, was dein Vater damals mit dir als sehr kleinen Jungen gemacht hat? Meine Mutter weiß das nicht. Die weiß das nicht? Nee. Aber sie weiß, dass er dich misshandelt hat? Nein. Aber du hast es gerade gesagt, du bist misshandelt worden von deinem Vater. Ja, aber meine Mutter weiß es nicht. Meine Mutter weiß, dass ich Bettnässer bin und sie glaubt, dass es einfach eine normale Krankheit ist. Nee, klar, aber woher weiß man denn, dass du misshandelt worden bist von deinem Vater? Ich weiß es. Ach, du kannst dich daran erinnern noch? Ja, natürlich, klar. Ja, also gut, mit drei Jahren. Es fing in meinem dritten Lebensjahr an und ging bis zu meinem neunten Lebensjahr. Ach so. Bis meine Mama hat scheiden lassen von meinem Papa. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, der wäre ganz früh schon weg gewesen aus eurer Familie. Jetzt verstehe ich das. Ach so, und die Mutter hat das gar nicht mitbekommen? Nee. Was hat denn der Vater mit dir gemacht? Also, er hat sich immer zu mir gelegt und hat mich angefasst. Ja, und immer so solche Sachen gemacht. Ach so, was? Also misshandelt, nicht nur misshandelt, sondern er hat dich sexuell missbraucht auch. Ja. Ah, ja. Gestreichelt halt und ja, und ich soll bloß nichts sagen, sonst komme ich ins Heim und meine Mutter dann halt und das wäre nicht gut. Und, ja. Deswegen hast du nie mit einem Psychologen gesprochen? Nee. Das ist ja ich habe auch nicht den Mut dazu, weil wir halt in so einer kleinen Stadt wohnen und du bist schon mal sehr mutig, hier anzurufen, ne? Ja. Finde ich schon sehr mutig. Weißt du, wenn du sowas mitgemacht hast, von deinem dritten Lebensjahr bis zu deinem neunten Lebensjahr, von dem eigenen Vater sexuell missbraucht worden zu sein, ging das denn so weit, dass er auch Geschlechtsverkehr mit dir vollzogen hat? Nicht? Nein. Musstest du ihn oral befriedigen? Ja. Das musstest du schon machen. Mhm. So, wenn man das so viele Jahre mitgemacht hat, ist natürlich ein ganz großer Schaden in deiner Seele, in deiner Kinderseele entstanden. Und ganz viele Verletzungen. Ganz schlimme Dinge sind das. Da ist es natürlich auch klar, dass sich das irgendwo ein Ventil sucht. Und das ist wahrscheinlich jetzt bei dir unter anderem, wer weiß, was noch alles so in deiner Seele rumort, aber das Bettnässen. Mhm. Ja. Mhm. Deine Mutter, das hast du ihr irgendwann erzählt. Was habe ich ihr erzählt? Dass der Vater das gemacht hat. Nein, die weiß es nicht. Die weiß auch bis heute gar nichts. Die weiß bis heute nichts. Ach so. Ich schäme mich davor, mit jemandem zu reden. Also ich möchte auch, dass es niemand weiß. Ich fühle mich. Heißt das denn jetzt, dass du gerade bei mir zum ersten Mal das erzählt hast? Mit dem Vater? Also du bist, ja, nach den zwei Vorgängen, mit denen ich telefoniert habe, bist du die dritte Person, die es weiß. Ja. Das ist schon ein großer Schritt, Christian, finde ich. Großer Schritt. Ja, aber hat mich auch wohl viel Überwindung gekostet. Ja, das glaube ich. Also ich komme damit auch nicht, also es frisst mich selber von innen auf. Also ich kann damit auch nicht mehr leben. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, wie das weitergehen soll. Und das war jetzt gerade ein Satz, den du gesagt hast. Das frisst mich von innen auf. Ja. Das ist ein gewichtiger Satz. Ein sehr gewichtiger Satz. Jetzt sind wir ganz weggekommen von dem Anlass, weswegen du angerufen hast, nämlich dass du auf Klassenfahrt gehst und Angst hast und dich da schämst. Jetzt sind wir viel tiefer gekommen, nämlich auf die Ursache, was alles dahinter steckt. Mhm. Jetzt sage ich erstmal zu dem, was du gerade erzählt hast und was da passiert ist, als du so jung warst. Da bin ich der Auffassung, Christian, dass du unbedingt zu einem Psychologen musst. Unbedingt. Dass du zu einem Menschen musst, der sich richtig auskennt. Zu einem Therapeuten musst, der mit dir sich beschäftigt und mit all dem, was dir Schlimmes angetan worden ist. Ich glaube, dass das der ganz, ganz, ganz wichtige Weg ist, dass du auch von der Bettnässerei wegkommst. Ja, sowas muss auf jeden Fall kommen, aber... Sowas muss kommen. Ja. Wäre es dir denn vorstellbar, ich frage das nur mal so, das muss ja auch gar nicht sein, wäre es dir vorstellbar,
das jetzt deiner Mutter zu erzählen, was damals passiert ist? Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht nehmen. Dann kommt ja auch alles nochmal hoch und ja. Und aber Christian, ich denke auch, dass das Konsequenzen haben wird für meinen Vater und dass meine Mutter und mein Stiefvater dann gegen ihn vorgehen wollen und Gut. Also das, dann würde ich an deiner Stelle auch erstmal da schweigen und das wirkliche Öffnen, das erste oder das zweite wirkliche Erzählen, dann, dass das stattfindet bei dem Psychologen. Und dann könntest du mit dem Psychologen, mit dem Therapeuten beraten, wann und wie du das deiner Mutter erzählst. Ja, aber es muss etwas geschehen, Christian. Ja, ich weiß. Und dass das nochmal alles so hochkommt, das wird natürlich bei dem Psychologen auch so sein. Aber das ist auch eben Gegenstand der Therapie, dass man das alles nochmal bespricht. Letztendlich wird es dir helfen. Ja, es muss was passieren, klar. Weil es kann ja nicht, ich kann mich ja nicht immer drücken vor Fahrten oder sonst was oder vor anderen Sachen. Und ja, oder auf was du gerade sagst mit Freunden, dass du auch deshalb gehemmt bist. Ja, ich habe noch nie woanders geschlafen oder so bei einem Freund oder... Also, ja, was heißt Freundin hatte ich ja noch nicht, aber bei einem Freund oder so. Jetzt halten wir mal fest, auf jeden Fall die Sache mit dem Psychologen. Und da möchte ich, dass du gleich mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Der kann dir auch noch Ratschläge geben, wie du das am besten machst. Ne? Das halten wir mal fest. Jetzt ist aber die zweite, oder das hauptsächliche, erstmal das vordergründige Problem, die Klassenfahrt. Ne? Ja. Wie machst du das? Kann man da nicht irgendwie tricksen, dass du nachts so eine Windel trägst, was die anderen vielleicht gar nicht mitkriegen unterm Schlafanzug? Ich weiß nicht. Also ich kann ja auch keine Inkontinenzvorlage, kann ich ja auch nicht mitnehmen. Also was, ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder ob, es ist halt wohl bedrückend. Das ist halt, ich schäme mich, wenn das jemand mitkriegen würde. Ich mit Windel durch die Gegend. Ich denke mal auch, dass dann auch wohl, keiner, dass dann nachts auch wohl irgendwie ein bisschen Highlife da ist, dass man dann da durch die Gegend rennt und Spaß hat und so. Und ich dann mit so einer Pampers oder, ne, wie das sagst. Also, damit, glaube ich, ist mir eher nicht geholfen. Ja. Und mit Einzelzimmer, ich hatte auch schon so gesprochen mit Einzelzimmer und so, und dann hatte mir meine Lehrerin wohl gesagt, dass das mehr Kosten hätte und dass es auch gerade nicht die Klassengemeinschaft dann stärkt und so, wenn ich dann ausgerechnet dann ein Einzelzimmer nehme. Und es ist dir sehr schwer, darüber zu reden und das zu sagen. Ja. Das heißt, es wäre für dich auch unmöglich, das einer vertrauten Lehrerin oder einem vertrauten Lehrer zu erzählen, das Problem. Ich schäme mich das abgrundtief. Aber Christian, ich sag dir jetzt nochmal ganz ernst, da brauchst du dich überhaupt nicht für schämen. Überhaupt nicht. Das ist eine seelische, fast seelische Erkrankung, ein Symptom einer seelischen Erkrankung, die du da hast. Und du bist daran nicht schuld. Der Täter ist dein Vater. Du musst das nur alles ausleiden und ausbaden, was man dir angetan hat. Niemand muss sich dafür schämen, wirklich nicht, überhaupt nicht. Ich habe das gerade gefragt mit der Lehrerin, weil ich so überlegte, wenn du da eine Vertrauensperson hättest in der Schule und dieser Vertrauensperson das sagen könntest, könnte man ja gemeinsam irgendwas doch tricksen, dass ein Einzelzimmer kriegst oder so. Dann könnten die das ja machen. So wissen die ja gar nicht, warum. Ja, ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Und gibt es denn einen Lehrer, den du richtig gut findest, den du sehr nett findest? Und Ja, gibt's. So, dann versuch doch mal, dich mit dem Gedanken vertraut zu machen. Wann fahrt ihr? Am 14., sagst du? Ja, genau. Dann ist ja noch ein klein bisschen Zeit. Dass du um ein Vier-Augen-Gespräch bittest mit diesem Lehrer und dem Lehrer einfach deine Sorgen und deine Not erklärst. Und der Lehrer soll dann gemeinsam irgendwas sich überlegen, dass du da in keine peinliche Situation gerätst. Also ein Einzelzimmer wäre ja schon das Allerbeste. Ja. Fände ich vielleicht die beste Lösung erstmal. Damit du auch was für eine Klassenfahrt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du so viel Angst hast und schon überlegt hast, die Fahrt irgendwie abzusagen, oder? Ja, klar, ja. Das darf natürlich auch nicht passieren. Nee, darf auch nicht, weil meine Eltern, also meine Mutter und mein Stiefvater, so lange daraufhin gespart haben. Auf gar keinen Fall. Ja. So, Christian, jetzt werden wir das Gespräch hier beenden. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ne? Und dann geht es hauptsächlich um das Thema Therapie. Möglichst bald eine Therapie anzufangen, wie man das macht, wo man das macht und so weiter. Okay. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und überleg das mit dem Lehrer. Ich glaube, dass das jetzt kurzfristig auch die einzige Lösung und Rettung ist für dich.
dass du da eine Vertrauensperson findest und du musst dich nicht dafür schämen. Dafür brauchst du dich nicht schämen. Du bist wirklich ein Opfer all dessen, was da mit dir passiert ist als Kind. Okay. Alles Gute. Okay, danke, bis zum Schatz. Tschüss. Tschüss. Michael, 31 Jahre alt, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Michael. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin super schüchtern. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich eine weibliche Person kennenlerne, Mädel kennenlerne, kriege ich nichts mehr raus. Sammle ich nur geistigen Dünnschiss und ist echt Ende. Das heißt, du hast noch gar nicht so viele Frauenbekanntschaften, Beziehungen gehabt? Nee, nicht wirklich. Warst du überhaupt schon mal richtig mit einer Frau zusammen? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, also ungefähr 7-8 Jahre her. Und wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? 6 Jahre. Ja, immerhin. Aber ja, hallo. Wurde denn derbe enttäuscht. Was ist da passiert? Ja, sie hat die Angewohnheit gehabt, Alkohol zu trinken und fremd zu gehen. So, und weiß ich nicht, dann habe ich mich nachher abgekapselt, als wir uns getrennt haben. Also ich habe mich dann von ihr getrennt und habe mich dann zurückgezogen. So, im Laufe der Zeit lernt man dann auch andere Menschen kennen, Kollegen, und die bringen dann irgendwann mal Mädchen mit, beziehungsweise auch mal Bekannte mit. Und, und jedes Mal, wenn da Mädchen bei ist oder so und die fragt mich was oder fängt an mit mir zu flirten, ich kriege nichts raus. Ich habe nur einen geistigen Dünnschiss. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich trommel mit einem... Bitte? Ich lach gerade über die Formulierung. Was redest du denn dann? Was sabbelst du denn dann, wie du es gerade ausgedrückt hast? Ja, ich fange innerhalb von 10 Minuten fange ich an, 5 Themen aufzureißen dann irgendwo. Ja. Sprich dann, das Themenwechsel ist immer so ein Ding denn bei mir. Ja. Wenn wir uns auf ein Thema festgesessen haben oder so, dauert das keine 12 Sekunden, dann habe ich schon das nächste Thema angesprochen und die kommen noch nicht mal mit an. Ja. Oder ich fange dann an, setze mich einfach nur in die Ecke hin und bin dann ruhig. Und wenn sie mich was fragt, dann versuche ich mich ein bisschen abzulenken und antworte gar nicht erst drauf. Ich kriege da nichts raus. Ich bin super schüchtern. Dann. Geht das jetzt schon so lange, seitdem du von deiner Beziehung getrennt bist? Ja. Und das sind dann ja schon ein paar Jährchen schon, ne? Ja, klar. Das heißt, danach ist so frauenmäßig fast nichts gelaufen mehr? Richtig. Also ich habe mal über Internet ein Mädchen kennengelernt und sie, da hatte ich auch ein Foto von mir mit drin und sie fand mich dann richtig toll. Ja. Wir wollten uns dann treffen, am Bahnhof wollten wir uns treffen, ich habe sie dann gesehen, sie hat mich gesehen, dann fragte sie mich was und ja, ich habe mich umgedreht und weggegangen. Aus Schüchternheit? Oh, hör bloß auf, ich hätte nichts rausgekriegt. Ich habe richtig weiche Knie gekriegt und mir hat alles geschlottert. Kannst du versuchen zu erklären, was diese, das ist ja eine Angst, die man dann hat. Ja. Ne? Diese Schüchternheit ist ja auch Angst. Was macht diese Angst aus? Ich weiß nicht, das Unsichere, dass ich dann irgendwie versage oder dass ich mich blamiere oder ich weiß nicht, ob ich nicht deren Erwartungen entspreche. Ja. Ist das in anderen Situationen auch so im Leben, im Beruf zum Beispiel oder wenn du mit Freunden irgendwie redest oder neue Männerfreundschaften auch sich auftun, bist du da auch so unsicher oder ist das immer nur bei Frauen? Nur bei Frauen ist das so. Also ich lerne sehr viele kennen. Ich habe ein eigenes Modegeschäft, habe ich. Du hast ein Modegeschäft sogar? Ja. Ach. So, und ja, dann bist du ja nur wirklich ständig in Publikumskontakt, ne? Richtig. Und wenn da Frauen kommen und sich mal was anprobieren, wir haben ja auch Umkleidekabinen, und sie drehen sich mal vorne dann an der Kasse dann auch und fragen, ob das gut aussieht, mich dann irgendwo, dann hänge ich dann erstmal eine Seile, dann weiß ich nichts anzufordern und und guck dann runter. Solchen Situation, wo es gar nicht um eine Beziehung oder so eventuell richtig geht. Also in einer professionellen Situation, du bist der Verkäufer oder der Chef des Modegeschäftes, die Frau sagt hier, steht mir das, gucken Sie mal bitte, dann bist du schon unsicher. Ja. Wenn ein Mann dich das fragen würde, hier... Da habe ich kein Problem mit. Kein Problem. So ein Kumpel oder so. Da gehe ich drauf zu und sage, das kannst du euch anziehen oder so. Aber bei uns ist das so, beziehungsweise bei mir ist das so, dass kaum Männer reinkommen. Wenn nur ein paar Handschuhe, das war es dann auch, weil das ist das Einzige, was wir für Männer haben. Sonst gibt es nur Damenmode. Vor deiner langjährigen Beziehung, die 6 Jahre angedauert hat, war das da auch schon so? Oder ist das... Nee, das war nicht so. Ich weiß nicht. Und nach dieser Beziehung, ich bin echt zum Tollpatsch komplett ausgereift. Und ich baue nur noch Scheiße. Und meine ganzen Kollegen oder so, jedes Mal, wenn was passiert ist, dann setzen sie sich hin, lachen erstmal eine Stunde drüber oder so. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ein Mädel dabei ist, dann hänge ich echt in die Seile. Jetzt habe ich gerade gedacht, dieses Medium Internet ist eigentlich für jemanden, der schüchtern ist, eine tolle Sache. Ja, weil man sich da so vorsichtig annähern kann. Und man sich ja sogar auch in diesem Sinne outen kann. Man kann ja sagen, ja, ich bin sehr schüchtern. Das habe ich ja versucht. Ich habe über so einen Yahoo Messenger, war ich dann in so einem Chat drin, habe dann versucht, Leute kennenzulernen. Männlein wie Weiblein, wie man so schön sagt. Ja. Und
Dann gibt es auch eine Cam. Ich hatte auch eine Cam, dann konnten die ganzen Leute mich sehen. Ich wollte aber keine Cam haben, ja. dass ich die anderen Personen dann sehe. So, und auf einmal macht's Klick und eine Dame hat Cam angemacht. Was habe ich gemacht? Gab gleich meine Cam ausgemacht, Rechner ausgemacht, Schulz ist. Ich habe nichts rausgekriegt. Aber auch nur durch diese Kamera, weil das jetzt eine visuelle Verbindung war. Richtig. Ja. Mit dem Tippen ist das nicht das Problem. Solange ich nicht sabbeln brauche, da ist ja auch noch mit Mikrofon und allen Krams. Ich möchte so gerne mal irgendwie eine Beziehung haben und bloß ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwo versage und ja. Was macht man da jetzt? Das ist ja ganz klar umrissen, das Problem. Und es scheint ja irgendwas auch Tieferes zu sein, was das verursacht. Es hat ja eventuell mit deiner Beziehung zu tun. Eventuell auch ja, damit zu tun, mit der Enttäuschung, die du erlebt hast, mit der Frau. Weil ich wieder Angst habe wohl, dass, hat ein Kollege von mir gesagt, dass ich Angst habe, dass ich wieder eine Freundin kriege, dass ich wieder verarscht werde, dass ich wieder ganz alleine hänge und mein Herz verschenke. Und ich möchte irgendwie, weiß ich nicht. Ich vertrete ja die Auffassung, wenn es nicht sehr krankhaft ist, ein Angst, dann gehört man natürlich zu einem Psychologen. Wenn sie nicht sehr krankhaft ist, sondern wenn man einfach nur so davon bis zu einem gewissen Grade, was ich jetzt theoretisch gar nicht so ausdrücken kann, gepeinigt wird, ist so meine persönliche, in meinem Leben auch meine Strategie, mich der Angst auszusetzen. Geh dahin, wo Angst ist, ist so mein Prinzip. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren im Leben. Ich sterbe dann zwar immer und habe schlotternde Knie und versage auch unter Umständen hin und wieder oder immer wieder mal. Aber es gemacht zu haben, ist eine tolle Sache und irgendwann funktioniert es dann auch. Ja, ich habe es auch versucht gehabt, das ist vor 2 Jahren gewesen. Ich war im Freibad drin, wo auch sehr viele Mädels hängen dann auch. Und die gucken dann immer zu, wer denn da runterjumpt, da vom 5-Meter- oder 10-Meter-Brett bei uns in Neumünster. Und ich habe mich dann oben hingestellt im Boxershorts, wollte dann runterspringen, bin auch gesprungen schön und alles hat geguckt. Tja, als ich aufgetaucht bin oder so, war die Badehose immer noch oben auf dem Brett drauf. So. Das ist ja wirklich wie im Film. Du Armer, ja, du bist ja schon so schüchtern und da passiert sowas auch noch. Ja, und ich wollte nicht mehr raus, mir hat auch keiner die Badehose gebracht. Ich hatte dunkelblaue Lippen, obwohl ich schon etwas älter bin, wie man so schön sagt. Naja, du bist 31. War so, ja, aber war so eine Situation hätte man auch mit Humor nehmen können. Das ist ja schon sehr komisch im Prinzip. Ja, ich bin auch so ein Torfkopf dann irgendwo. Und wenn ich mal ganz kurz eine kennengelernt habe, Oma, wenn eine mal versucht hat, mit mir ein Gespräch anzufangen, ich bringe da echt nichts raus, ich baue nur noch Scheiße. So, Michael, jetzt lass uns doch mal, wir müssen eine Lösung jetzt finden. Ja. Die Lösung ist, wie ich finde, sich der Angst auszusetzen. Du sagst, ich habe das schon oft gemacht und es funktioniert irgendwie nicht. Nee, es lass uns doch mal über die Möglichkeit Internet reden. Nicht gleich mit Kamera und so, sondern einfach chatten. Da gibt es ja nun mittlerweile so viele Pärchen, die sich im Internet kennengelernt haben. Das ist so eine tolle Kontaktbörse. Versuche doch diesen Weg noch intensiver zu gehen. Dass du dich wirklich intensiv mit einer Frau erstmal austauschst im Chat. Und im Chat eben Vertrauen gewinnen. Ja, genau. Und ihr dann aber auch ganz mit offenen Karten entgegentrittst und ihr im Chat schon sagst, hier, pass auf, ich bin wirklich super schüchtern. Das ist ein großes Problem für mich. Ich glaube, dass jede Frau, die dich sympathisch findet und die ein bisschen Interesse an dir hat, sensibel darauf eingehen wird und dir auch etwas helfen wird, damit umzugehen. Dir dann sagt, okay, wenn wir uns sehen und du sabbelst mir den Mund voll, ist mir auch egal. Ich weiß ja, es kommt daher, weil du schüchtern bist. Ja. Du musst einfach weiter versuchen. Und das wäre eigentlich jetzt, ist so eine Idee jetzt spontan von mir, so ein vorsichtiger Weg, den nochmal zu begehen und wirklich auszuprobieren, ohne Cam. Könnte ich mal versuchen. Ja, mach es. Dass man dann von vornherein sagt, du wirst das, ich bin überschüchtern, nichts überstürzen. Übrigens, ist das immer ein ganz guter Trick, wenn man aufgeregt ist, wenn man dann von vornherein seinem Gegenüber sagt, passen Sie mal auf, ich bin jetzt tierisch aufgeregt. Ist schon die halbe Aufregung weg. Es macht einen irgendwie leichter und freier. So solltest du das auch. Ja, wirklich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Na, dann werde ich das nochmal versuchen. Dass ich da irgendwo vielleicht was meinst du? Ich will dir sagen, so in meinen ersten Radiosendungen früher bin ich wahnsinnig geworden vor Aufregung. Echt? Natürlich. Wenn du im ersten Mal vor so einem Mikrofon oder vor einer Kamera sitzt oder stehst und du musst vor ganz vielen Leuten irgendwas machen. Und da habe ich einmal, ich erinnere mich gut daran, da war ich wirklich so aufgeregt, dass ich fast kein Wort mehr rausbekam. Dann habe ich gesagt, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie ich die Leute angesprochen habe, ich bin jetzt irre aufgeregt. Eigentlich kriege ich gar kein Wort raus. Und in dem Moment, als ich das gesprochen hatte, war das wirklich wie so ein Öffnen eines Ventils. Und danach ging es dann wirklich, floss es alles ziemlich gut dahin. Ja, ich war eben gerade auch aufgeregt, als du mich dann gesprochen hattest. Und das hat mich eine gesamte Schachtel Zigaretten gekostet, die ich gerade hatte. Michael, versuch mal den Chatweg. Ich bin sicher, das wird irgendwie klappen. Ich hoffe, dass ich da mein Glück finde. Offensiv mit der Angst umgehen.
Ne? Danke dir ganz herzlich. Alles Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ihr könnt auch mal auf www.domian.de gehen. Da gibt's eine ganze Menge zu gucken, zu lesen über unsere Themen, über das, über Hintergründe der Sendung. www.domian.de. Telefonnummer, neue Telefonnummer hier heute bei uns und für die nächste Zeit 0800 220 5050 und die Faxnummer 0800 220 5051. Ralf ist bei mir an der Strippe jetzt und der Ralf ist 38 Jahre alt. Guten Hallo, guten Hallo. Morgen. Ralf, um was geht's? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei Frauen gleichzeitig und die wissen voneinander. Bist du noch da? Ja, ich bin da, ich höre. Hallo? Ja, ja, ich höre. Zwei Frauen. Mhm. Ja, und bei mir ist das so, ich bin krebskrank. Mhm. Das wissen die auch, dass ich nur noch eine Lebenserwartung zwischen 5 bis 8 Jahre habe, laut der Ärzte. Mhm. Das ist halt bei mir... Ich bin also zum dritten Mal mittlerweile an Krebs erkrankt gewesen. Was für eine krasse Erkrankung ist das? Ich hatte zuletzt hatte ich Hodenkrebs auf der rechten Seite und Lymphknoten auf der rechten Seite. Mhm. Dann Chemotherapie, Operationen und der ganze Mist. Ja. Na, und meine Freundin hat mich damals deswegen verlassen gehabt. Mhm. Und dann habe ich durch einen Kumpel auf eine Annonce geantwortet in so einer Kontaktzeitschrift. Ja. Und dann habe ich die eine dann kennengelernt, wir haben ein Date ausgemacht, dann bin ich dann runtergefahren nach Frankfurt. Ich komme aus der Nähe von Kassel, das ist ein kleiner Ort in Nordhessen. Ja, ja, so klein ist Kassel nicht, also. Nein, nein, wo ich lebe. Ach so, ja. So 59 Kilometer von Kassel. Mhm. Das ist ungefähr, was dir was sagt, also 180 Kilometer von Frankfurt entfernt. Mhm. Naja, dann habe ich die kennengelernt und die hat mich dann auch gleich mitgenommen zu sich in die Wohnung. Das ist eine Stewardess, 31 Jahre alt. Mhm. Und dann hat gerappelt sozusagen zwischen uns beiden. Mhm. Und am anderen Morgen kamen die Freundinnen dann dazu. Ich wusste nicht, dass die zusammen waren. Ich wusste zwar, dass sie mit jemandem da lebt, aber dass die richtig zusammen sind, das wusste ich. Ach so, die beiden sind ein Paar. Die sind ein Paar seit Jahren. Und mit den beiden bist du jetzt auch zusammen? Ja, schon seit 2001, seit Oktober. Seit 2001 schon? Also diese beiden Frauen haben eine bisexuelle, lesbische Beziehung? Richtig. Und du bist jetzt der männliche Teil in der Dreiergeschichte. Ja. Bei ihr war das eigentlich so, dass sie sich ab und zu mal die eine, die Stewardess, sich immer so einen Mann sucht. Mhm. Und eigentlich nur für Sex und dann kriegt dann tritt in den Hintern und geht er wieder normalerweise. Mhm. Und die andere, die Freundin, ist die auch eher bisexuell oder ist sie rein lesbisch? Nee, die ist auch bi. Das heißt, die Beziehung zu dieser Frau und dir ist gleichermaßen wie die zu der Stewardess. Ja, das ist ja das Verrückte. Ja. Nun, würde ich ja erstmal spontan sagen, dass viele Männer, die jetzt zuhören, werden denken, wow, hat er aber Glück. Tja. Nicht schlecht. Zwei Frauen, die auch eine lesbische Beziehung miteinander haben, ist ja der Traum vieler Männer. Und da ist man dann dabei als Mann. Du sagst es aber irgendwie mit einer gewissen Schwere. Ja. Was? Wo ist das Problem? Ja, ich bin da ziemlich hin und her gerissen, weil ich weiß nicht, ob das alles so rechtens ist. Wie meinst du rechtens? Ja, gut, heutzutage klingt das vielleicht doof. Und wenn ich dann vorher doch dir so eine Geschichte erzähle, dann irgendwie was von Moral zu erzählen. Ne? Also das ist ja nur nicht gerade eine also Beziehung. Du hast moralische Bedenken dabei? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich hin und her gerissen, weil die mir jetzt angeboten haben, ich soll da runterziehen, weil ich lebe alleine hier. Ja, lass mich noch ein paar Fragen fragen. Ja. Ist das eine wirkliche Liebesbeziehung, die ihr zu dritt? Ja, die ihr zu dritt habt. Das ist nicht eine reine sexuelle Geschichte. Nein. Du würdest also sagen, im Prinzip führen wir eine Dreierbeziehung. Ja. Mit allem drum und dran. Mit Alltag, mit Liebe, mit Sex, mit Erotik, mit Vertrauen. Ich halt fast nur am Wochenende ab. Ne? In der Woche bin ich Und du würdest, in Nordhessen. Und am Wochenende fahre ich dann runter oder wenn sie halt Urlaub haben oder frei. Ja, und du würdest sagen, dass du jede Frau gleichermaßen stark liebst. Ja, das ist das Verrückte. Mhm. Ich wusste nicht, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Mhm. Habt ihr auch schon Urlaube zusammen gemacht, wie du gerade sagtest? Und das funktioniert dann auch, wenn ihr zu dritt weg seid? Funktioniert dann auch, ja. Mhm. Und das ist ja schon eine ganze Weile. Du sagst, seit 2001 läuft das jetzt so. Es gab noch nie gravierende Probleme oder Schwierigkeiten in dieser Dreierkonstellation? Nee, also
irgendwie totale Harmonie, das habe ich vorher noch nie erlebt, sowas. Ne? Und die Frauen sagen das auch, dass beide dich wiederum so lieben, wie du sie liebst. Ja. Und sie haben jetzt angeboten oder gesagt, komm, wir ziehen zusammen, komm du nach Frankfurt und wir leben dann auch in einer Wohnung gemeinsam. Ja, und die akzeptieren auch meine Krankheit und so. Das ist schon gut. Also Ralf, da muss ich dir wirklich ehrlich sagen, dann verstehe ich überhaupt nicht deine Bedenken. Sei doch froh. Es ist doch ein Glück, du liebst zwei Menschen. Das ist doch wunderbar. Und die lieben dich auch noch zurück. Es gibt keine Spannungen, es ist keine Heimlichkeit. Es ist doch wunderbar. Es ist nur eine ganz andere Form von Beziehung. Es ist keine klassische Zweierbeziehung, so wie wir das nur alle kennen. Da sind nur mal drei Menschen, die sich lieben. Und wenn alles auch noch zueinander passt, die Sexualität, der Alltag, das Vertrauen, die Erotik, ist es doch toll. Warum machst du den Kopf? Versuch mir das noch ein bisschen eingehender zu erklären. Ja, das ist so auch mein Hintergrund. Also hier oben in Nordhessen ist rein schwarzes Gebiet, also fast nur katholisch. Und ich bin ziemlich streng eigentlich erzogen worden. Und ausgerechnet bei mir passiert sowas. Mhm. Aber dann nach dem ganzen Theater, was ich gehabt habe, so mit dem ganzen Krebs und so weiter. Ja, auch diesbezüglich ist es ja irgendwie wunderbar. Du hast so eine schwere Erkrankung und hast auch ein schweres Schicksal zu tragen. Ja, und dann einfach das Gleiche, nimm, was du kriegen kannst. Ja, es ist so ein Glück. Das musst du, genieß es, Ralf. Und sei auch dankbar dafür. Es ist doch wunderbar, zwei Menschen zu lieben. Und kein Gott der Welt wird da etwas gegen haben, wenn es ein guter Gott ist. Ja, das sagt mir die Holly, das ist die Australierin, die sagt mir das auch. Ne? Das ist die andere. Jüdisches Mädchen, jüdisches Mädchen. Mhm. Und die sagte mir, na, der König Salomon, der hat 1000 Frauen gehabt und du hast nur zwei, was richtest du dich da auf? Genau, ja. Genau so muss man sehen. Könntest du denn so rein praktisch gesehen von dem Ort, in dem du wohnst, nach Frankfurt ziehen? Ja, also ich bin Frührentner, durch meine Krankheit und hatte halt das Glück, dass meine Eltern selbstständig waren und eine Firma hatten. Ja. Also ich bin finanziell abgesichert und so weiter. Das ist noch mein Glück im Unglück, dass mir der soziale Abstieg da noch erspart geblieben ist. Ja, ja, das ist ein großes Glück im Unglück. Und das andere Glück im Unglück ist, dass du ein Glück hast mit zwei Menschen. Wie sieht das denn? Mir geht es manchmal noch ziemlich schlecht, dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Brauchst du nicht haben. Ralf, du brauchst es nicht haben. Vor wem? Wir beiden auch, wir sind immer für dich da. Und du machst nichts Böses. Warum solltest du ein schlechtes Gewissen haben? Es ist ja, weißt du, das ist ja nicht nur irgendeine vulgäre Sexbeziehung. Es ist eine Liebesbeziehung, wie du sagst. Also das Beste, was man finden kann im Leben. Und wenn du das jetzt mit zwei Menschen teilst und ihr seid zu dritt, ist das einfach toll, es ist wunderschön. Wie reagieren denn so deine Freunde, deine nähere Umgebung darauf? Wissen die das? Ich lebe sehr zurückgezogen und mein einer Kumpel, der mir noch geblieben ist, das ist ja oft so, wenn man so krank wird, dann trennt sich so die Spreu vom Weizen, was Freunde angeht. Dann weiß man, wer wirklich wohlgesonnen ist, wer nicht. Und der sagte, also mach es, ne? Ist egal. Ich sehe das genauso, Ralf. Mach es. Vor allen Dingen, wenn du da so zurückgezogen in irgendeinem kleinen Kaff lebst und auch noch dir ein schlechtes Gewissen machst, ist das für dich und deinen Gesamtzustand, Gesundheitszustand auch nicht so gut. Zieh nach Frankfurt, genieße die Liebe mit diesen Frauen, genieße vielleicht auch die Freizügigkeit der Stadt, unternehmt Sachen dort und fang da nochmal einen ganz neuen Lebensabschnitt an. Meinst du, dass sowas gut gehen kann auf der Dauer? Ja, das finde ich schon. Wenn das wirklich eine Liebe ist und ich glaube dir das so, wie du das jetzt geschildert hast, mehrfach, kann das gut gehen. Es ist vertun nicht noch mehr Zeit, verschwende nicht noch mehr Tage, zieh so schnell um wie möglich und genieße das in vollen Zügen, was das Leben dir da noch bietet oder was das Leben dir da bietet. Das ist ja sehr schön, also ich genieße es ja, wenn ich bei denen bin, aber so, ich habe immer so ein schlechtes Gefühl. Bist du denn selbst auch gläubiger Christ? Ja, ja? Schon. Ja? Das ist ja in der heutigen Zeit ist das ja nicht mehr so aktuell, ich weiß, das klingt mega out. Nein. Das ist völlig in Ordnung. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass auch der christliche Gott, der ein guter und liebender Gott ist und der die Liebe in den Mittelpunkt seiner Lehre stellt, dass der das genauso sehen würde, wie ich es gerade gesagt habe. Klingt gut. Es ist nur Gutes, was da passiert. Es ist nur Liebe und Liebe ist immer gut. Wenn es zwei Menschen sind, wenn es drei sind, wenn es vier sind, ist völlig egal. Völlig egal.
Mach es. Mach es. Und genieße es wirklich. Lieber Ralf, alles Gute. Darf ich meine beiden noch grüßen? Ja. Ich weiß nicht, ob es eine jetzt zuguckt. Ja, mach es. Ja. Schöne Grüße an Lea und an Holly. Prima. Hoffentlich haben Sie es gehört, Ralf. Ja. Alles Gute, euch dreien. Danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Susanne, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne, jetzt habe ich dich die Hälfte jünger gemacht. Ja, das wäre schön. Ja, ich versuche ja seit Jahren anzurufen, aber jetzt mit dem Irakkrieg habe ich es mal geschafft. Ja. Was ist denn deine Auffassung dazu? Ja, da war vorher ein Herr am Telefon. Also ich fand diese Einstellung unmöglich. Ich selber war in der Gegend, habe auch längere Zeit gelebt. Im Irak? Nein, in Syrien. In Syrien? Was hast du da gemacht? Mein Mann hat gemacht. Ah ja. Ich war begleitet. Ja, ja. Und ich muss sagen, es ist eine Demütigung der gesamten islamischen Welt, weltweit. Es gibt ja viel mehr Moslems, als es Christen gibt weltweit. Und ich glaube, dass es da zu einem Aufstand kommen könnte der islamischen Welt, und zwar in Bezug auf Kleinterrorismus. Also du und ich werfen ein Bömmchen zum Nachbarn mal kurz oder so irgendwas. Also Kleinterrorismus. Wie viele Jahre hast du dort gelebt? 3 Jahre in Syrien und einige Jahre auch in Tunesien. Das heißt, du kannst die arabische Mentalität ganz gut einschätzen und verstehst sie auch. Ja, ich kann sie verstehen. Ja. Ich habe mich auch sehr damit befasst, denn wenn ich in einem Land lebe, da befasse ich mich auch mit den Umständen der Religion und passe mich auch an. Also ich versuche es zumindest. Du meinst also, das sagen ja noch viele, viele Kenner und Wissenschaftler und Journalisten, die sich mit der Gegend beschäftigt haben, dass das wirklich ein Affront für den arabischen Stolz ist, ne, was richtig da passiert. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, die Engländer haben ja in Anführungsstrichen die Iraker schon mal befreien wollen, 1920, von den Türken, wenn man so will. Und die Befreiung sah dann so aus, dass da kurzfristig, da war das Sykes-Picot-Abkommen, da wurde dann, Ägypten wurde englisch, die Irakis wurden britisch und die Syrer hat man den Franzosen zugeteilt. Ich habe auch gedacht, dass die Kolonialzeit vorbei ist, aber ja, es sieht so aus, als würde sie wieder aufleben jetzt. Und das macht mir irgendwie Angst, denn die Achse des Bösen, dann ist der Iran ja fällig. Man darf nicht vergessen, dass die Iraker von den Amerikanern aufgerüstet wurden gegen Iran. Und zwar zu Zeiten des Schahs, die haben ja auch nichts für den Schah getan. Eine große Demütigung für die Amerikaner war auch die Geiselnahme der am Teheraner Flughafen. Ja, ja. Dann eine ganz große Blamage war, dass sie die Schiiten doch nicht mit den Amerikanern sind beim ersten Golfkrieg. Deshalb haben die Schiiten ihnen jetzt auch nicht so zugejubelt? Ja, nur wenn man die heiligen Stätten da angreift, die ja noch heiliger sind als die Kaaba in Mekka. Was würdest du denn sagen, jetzt aus deinem Hintergrund, auch aus deinem Erfahrungshintergrund? Nun ist es passiert, nun läuft der Krieg und wir wollen hoffen, dass er so schnell wie möglich vorbei ist, dass nicht noch mehr Blutvergießen stattfindet. Was wäre denn dann, nachdem das jetzt passiert ist, nachdem der Scherbenhaufen angerichtet wurde, was wäre das Klügste zu tun? Ja, den schnellsten Abzug natürlich. Ich bin der Meinung, dass durch das Embargo der Irak ja so auf den Boden gekommen ist, dass das Volk ja nicht von unten her aufstehen konnte. Das kann ein Volk ja nur dann sich gegen etwas wehren, wenn es selber genügend zu essen und sonst was hat. Also der Lebensstandard hoch genug ist. Ja. Dann kann es sich selber wehren. Ja. Das kann diese gedemütigte Bevölkerung nicht. Das ist eine interessante These, die auch wiederum sehr viele Insider vertreten, dass diese Embargo-Politik der letzten Jahre letztendlich Saddam noch gestärkt hat. Ja, richtig. Es ist meine Meinung. Also ich meine, ich bin schon zu lange weg, aber ich habe natürlich sehr viele Freunde und Bekannte, denen man sich dann unterhält, die auch in dem Raum waren. Was ist deine Sorge, was jetzt, abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast, dass so Kleinterrorismus, klein in Anführungszeichen, passieren könnte? Hast du die Sorge, dass die Amerikaner sich wirklich dort breit machen? Ja. Die gehen noch auf Syrien los. Wo sollen denn die Syrer die Nachtgeräte herhaben? Die hätten sie ja dann schon den ersten Golfkrieg verwenden können. Die Russen sind ja da auch raus, die da vorher verstärkt vertreten waren. Die sind ja da nicht mehr. Also bist du letztendlich auch der Meinung, dass das eigentlich eine Katastrophe ist, was es da ist passiert? Eine Katastrophe. Ja. Und zwar für die Bevölkerung, auch weltpolitisch meiner Meinung nach. Weil ja das, meiner Meinung nach, die Briten haben die Verluste der Kolonien nicht verwunden. Die Amerikaner haben noch keinen Krieg gewonnen seit 1945. Die wollen ja auch mal wieder was zeigen. Und die kurbeln damit die Wirtschaft, die Waffenwirtschaft wieder. Mein Gott, wenn man, ich habe neulich auf Arte eine Dokumentation gesehen über das, was die Amerikaner an unvorstellbarem Leid angerichtet haben in Vietnam. Richtig. Und wenn man das jetzt wieder sieht, das ist nicht so vergleichbar.
Aber es ist so erschütternd. Und dann tritt dieser Präsident und der Verteidigungsminister tritt vor die Presse und erzählt etwas von Befreiung und von Demokratisierung und spielen sich als die Guten auf und wagen es auch noch Gott immerzu in den Mund zu nehmen. Und das ist das Schlimmste, weil in Afghanistan, das ist ja das nächste Beispiel, es kann ja nicht funktionieren. Wir können doch nicht allen Ländern der Welt unsere Demokratie aufzwingen wollen. Das sind Fürstentümer in Afghanistan zum Beispiel, es waren immer Fürstentümer im Irak, das sind Scheichs, die ja auch ihre Region hatten, wie bei uns früher die Fürstentümer es gab. Also, und haben ihre kleinen Herrscher, aber den Leuten ging es ja nicht schlecht, denen geht es jetzt schlecht. Und wenn die Amerikaner sich breit machen wollen, die wollen doch nur das Öl haben. Und dann... Ja, nun ist ein großes Argument ja immer, und so hat der Udo, das war der erste Anrufer heute in meiner Sendung, ja auch gesagt, das große Argument ist, dass Saddam ein wirklich bestialischer Diktator war. Was ja auch stimmt. Das war er. Wie soll man oder wie soll die Weltgemeinschaft mit einem solchen Diktator umgehen? Der hätte sich von alleine erledigt, hätte man das Embargo nicht gemacht. Weil irgendwann wäre ja der Irak auch aufgestanden, die Bevölkerung. Aber das geht nur, wenn es ihr gut geht. Wer schon am Boden liegt, kann er nicht doch aufstehen wollen. Das funktioniert nicht. Also, pessimistische Aussichten deiner Auffassung nach. Und aber wir können wirklich nur hoffen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Ja, und warum sollen wir dann Aufbauhilfe wiederum leisten? Das ist das nächste große Thema. Geld, das sehe ich ja auch nicht. Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Die Amis zerbomben und wir zahlen es. Ne? Ja, das sehe ich eigentlich nicht ein. Man kann ja gezielt. Ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben immer gezielt geholfen. Das heißt, ich habe nie in den großen Sammeltopf geworfen, sondern habe gesagt, ich gehe da hin und helfe jetzt da gezielt jemandem. Ja. Dann weiß ich, dass dir geholfen wurde. Hat sich deine Meinung, ich habe von vielen jungen Leuten das gehört, die haben gesagt, ich war immer ein Fan von Amerika, von der Musik dort und von allen, von dem ganzen, was das Land ausstrahlt. Für mich ist das alles zusammengebrochen. Ist das bei dir auch so? Du bist eine etwas ältere Frau schon. Hat sich dein Denken über Amerika jetzt durch das, was da passiert ist, gravierend verändert oder warst du eher schon immer eine Skeptikerin in Sachen USA? Ja, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass der Amerikaner, mit dem ich auch zu tun hatte, immer eigentlich darunter gelitten haben, dass sie keine Kultur haben. Und die beneiden uns unsere Denkmäler, die beneiden Russland um die Eremitage Petersburg oder so. Das hat der Bush nur von weitem mal gesehen, sowas. Und darunter leiden sie. Und wer hat denn die erste Atombombe geworfen? Das waren die Amerikaner. Wer hat das erste Giftgas eingesetzt? Die Amerikaner. Das Senfgas ist so eine alte Sache, mit der habe ich noch im Labor gearbeitet, ohne Handschuhe und nicht im Schutzanzug. Nicht? Also ich habe es auch überlegt. Das wird ja auch immer wieder vergessen, dass die Amerikaner haben die Atombomben geworfen. Richtig. Und haben so viel Elend in Japan angerichtet. Richtig. So viel Elend. Und ich glaube, wir wären auch befreit worden ohne Amerikaner von unserer Diktatur durch Hitler. Denn wir hatten ja schon mal eine Demokratie. Es war, ist ja nicht so, dass die Amerikaner uns jetzt die Demokratie nach 12 Jahren Hitler gebracht haben. Nein, ich meine, bei dem Thema muss man auch sagen, dass die Amerikaner auch relativ spät in Aktion getreten sind. Die wussten vorher schon, was mit den Juden in Deutschland passiert. Und das sie wussten haben, alle schon, und sie haben, die Engländer. Und sie haben nichts unternommen. Die haben ja die Schiffe zurückgeschickt, nicht? Und nach England, und dann haben sie sich versenkt. Die haben sie ja nicht reingelassen. Außerdem hat man durch Luftaufklärung, wusste man ganz genau über die Konzentrationslager Bescheid. Ja. Grundsätzlich. Liebe Susanne, ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Und wir hoffen gemeinsam, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbeigeht. Ich hoffe das auch. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich hier die Marianne. Marianne 77, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Numi. Ich grüße dich. Um was geht's? Nach langer, langer Zeit mal durchgekommen. Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Verdienstkreuz. Dankeschön, Dankeschön. Ich höre jede Nacht die Sendung. Und zwar habe ich ein Problem. Ich bin kränkel sehr. Ich bin knochenkrank, habe Arthrose, Osteoporose, ich bin krebskrank, ich bin links brustamputiert und bin aber in der Lage, ich habe eine Wohnung von 50 Quadrat, finanziell in der Lage, alles durchzuorganisieren. Ich kriege mein Mieteressen gebracht und stehe vor dem Problem, die Krankheit, diese Knochenkrankheit lässt sich nicht aufhalten. Gebe ich die Wohnung schon jetzt dran? Ja. Oder warte ich ab, bis es nicht mehr geht? Ja. Denn die Wohnung ist nicht rollstuhlfähig. Also dann müsste ich sowieso aus der Wohnung raus. Mein Sohn kann sich
beruflich nicht so kümmern. Der ist ausgebildeter Krankenpfleger und leitet auf dem Pflegerischen die Anästhesie im Krankenhaus Hattingen. Ist also mehr im Krankenhaus wie praktisch zu Hause bei der Familie. Ja. Wir telefonieren zwar täglich zusammen, aber er kann sich nicht in dem Sinne so kümmern, wie man es an sich gerne hätte. Und da tut sich die Frage auf. Dann habe ich zwei Häuser in der Nachbarschaft, habe ich mir angesehen und war ziemlich erschrocken. Die Zimmer sind sehr, sehr klein. Und dann ist es so, dass die Leute, die dort leben, so krank sind, dass man kaum sagen kann, ich kann da eine Freundschaft schließen. Aber gibt es denn nicht in deiner etwas weiteren Umgebung Häuser, wo es auch gemischter ist, wo auch nur ältere Leute sind, die ein bisschen fitter sind? Das müsste ich mal ausbaldowern. Also weißt du, Marianne, ich glaube ja grundsätzlich, dass der Zeitpunkt jetzt viel günstiger ist, als wenn du noch warten würdest. Ja. Jetzt kannst du das noch auswählen. Jetzt bist du noch, jetzt bist du noch relativ vital und kannst selbst auch Einfluss nehmen. Ja. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann läufst du natürlich Gefahr, dass du irgendwo hinkommst, wo es dir gar nicht so gefällt. Jetzt kannst du noch entscheiden. Ja, wenn es auch schwer ist, natürlich aus der eigenen Wohnung rauszugehen. Ja, also es ist ein unheimliches Problem, also ein seelisches Problem. Total, das glaube ich. Man denkt drüber nach, was machst du richtig, was machst du falsch. Und im Endeffekt, wenn ich rausgehe, ist es ja auch eine endgültige Sache. Ich kann dann ja nicht sagen, wenn es, wie du gerade eben schon sagst, wenn es mir nicht gefällt, dann ist halt, gehe ich wieder zurück in die Wohnung. Und das ist ja nicht drin. Das ist nicht drin. Nicht? Das geht ja dann nicht. Weißt du, das erinnert mich, ich habe einen ähnlichen Fall gerade in meiner Familie. Ja? Es ist eine sehr alte. Interessant. Ja, eine alte Tante von mir, die ist über 80. Ja. Und die hat leider diesen Zeitpunkt verpasst, von dem du jetzt sprichst. Ja. Und die sitzt jetzt in ihrer Wohnung und es wird darauf hinauslaufen, dass sie in ein Heim muss, ohne dass sie sich das alles noch richtig aussuchen kann, schön machen kann. Und sie sagt jetzt, wäre ich doch bloß zwei Jahre früher gegangen. Dann wäre es noch alles in meiner Macht gewesen. Aber was man ja auch verstehen kann, sie wollte in ihrer Wohnung bleiben. Ja, das ist es ja gerade. Völlig verständlich. Nicht? Aber wenn du dir jetzt irgendwo ein kleines Apartment suchst, wo du deine Möbel mitnimmst und es dir wirklich nett machst, glaube ich, ist das, wenn auch eine schwere Lösung. Das will ich nicht runtersprechen. Aber ich glaube, das ist die bessere Lösung. Ja, es gibt hier im Kreis, das nennen die betreutes Wohnen. Das ist aber finanziell für mich nicht tragbar. Das ist ziemlich teure Angelegenheit. Und ich möchte meinen Sohn finanziell keinesfalls belasten. Ja, ja. Also es ist schon ein ziemlich großes Problem, aber wenn ich das so höre, wie du das eben sagtest von der Tante, dann müsste ich doch mich jetzt näher damit befassen, ob da noch eine Möglichkeit in einer weiteren Umgebung gibt. Ja, und du musst ja auch einkalkulieren, dass du eine gewisse Wartefrist noch hast, dass du auch nicht sofort dann kannst. Nee, da ist ja, wie gesagt, Warteliste und wenn es klappt, dann klappt es. Ne? Genau, das kann unter Umständen auch noch ein Jahr dauern. Ja, genau, ganz genau, Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns gesprochen haben. Das hat mir schon sehr viel gegeben. Ist das denn, du hast ja gerade am Anfang von so vielen schweren Erkrankungen erzählt, ist es denn so, dass du durchaus auch noch so nach draußen alleine gehen kannst? Oder? Ja, ich gehe mit zwei Stöcken. Und zwar, wie gesagt, ich habe die Lendenwirbeln kaputt. Ich habe Kniescheibe, Hüfte kaputt, das ist inoperabel. Ich habe in jungen Jahren große Einheiten Cortison gespritzt bekommen. Dadurch sind die Knochen ziemlich trocken und das ist operabel, ist da gar nichts zu machen. Ja. Weißt du, ich finde auch so wichtig, um das noch abschließend zu dem Altenheim zu sagen, ich finde so wichtig, dass man da auch nochmal Kontakte knüpft und auch nochmal vielleicht eine Freundschaft findet. Weil gerade wenn man alt ist und man auch kränkelt, ist das schon eine wichtige Sache. Und je mehr man sich in die eigene Wohnung zurückzieht, desto schwieriger ist es natürlich, das Ganze. Das stimmt. Ich würde dir wirklich sagen, ich sage es nicht leichtfertig, sondern auf dem Hintergrund auch der familiären Verhältnisse, mach es jetzt. Ja, vielen Dank für den Rat. Liebe Marianne, wir müssen Schluss machen. Ja, genau, die Zeit ist um. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat. Mich hat es auch gefreut, dich gesprochen zu haben. Und ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute. Vielen, vielen Dank. Weiter angenehme Sendung. Dankeschön. Tschüss, Marianne. Tschüss, Domian.
So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Gudrun Hausen. Morgen haben wir eine freie Themennacht und übermorgen heißt unser Thema Diese Lüge belastet mein Leben. Übermorgen. Morgen freie Themennacht ab 0 Uhr erreichbar unter dieser neuen Telefonnummer um 1 im Radio, bei 1 live und um 1 im Fernsehen hier im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.